Und stillgestanden, hier spricht wieder der Captain. Und willkommen zu Hearts of Iron 4. Der Captain lernt von den Besten der Besten der Besten. Und ich bin der Captain und ich lerne hier natürlich. So, und was lerne ich jetzt hier? Ich habe hier die Unzufriedenen, die Widerstände, die hier langsam ansteigen. Und weil ich keine Truppen da drin habe, und die Truppen erstmal dahin gehen müssen, wird das wohl noch ein bisschen dauern scheinbar. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wo gehen die denn eigentlich alle hin? Hier, komm, Garnison. Da muss ich draufklicken. So. Überall, wo Aufruhr herrscht, was mein Gebiet ist, soll garnisiert werden. Gut, das kann auch noch mit dazu. Das ist das kleine Luxemburg. Hier drin auch. Und hier hatte ich die drin wegen den Hafengebieten. Aber das kann ich wegmachen. Das wird ohnehin von jemand anderem noch gemacht. Sodass die sich da gar nicht drum kümmern brauchen. Amsterdam brauchen wir auch nicht. Was ist das hier? Antwerpen, weiß gar nicht, ist das hier? Klicken hier um Gebiets. Mal gucken, welches Gebiet ist denn das? Brabant. Nee, ach, das gehört auch noch mit zu Holland, genau, so. Nee, das dann auch nicht. So, aber dieses ganze Gebiet von Frankreich muss halt entsprechend behandelt werden. So. Jetzt haben wir unsere Fallschirmjägertruppen, die sind nicht vollständig alle ausgebildet. So, die will ich jetzt aber auch nicht weiter ausbilden lassen. Die sollen sich ein bisschen zur Ruhe kommen. Damit sind sie dann zwar nicht vollständig, aber ich brauche die jetzt bald. So, was können wir denn jetzt den Fallschirmjägern für Leute geben? Der Bock? Nee. Der Runstedt? Maximale Verschanzung? Den könnten wir den natürlich geben. Hat dann eine Defensivdoktrin. Und das wäre sicherlich auch nicht schlecht. Hier bei den Feldmarschall Model soll er halt das machen. Und die anderen sind quasi... Der hat das und der hat das. Sprich, da sind 24. Da sollten auch 24 sein. Die sind noch am Bewegen. Die sind auch noch am Bewegen. Die sind auch noch am Bewegen. Okay. Und diese 36 versuchen wir krampfhaft quasi das unter Kontrolle zu bringen. So. Hä? Warum sehe ich das jetzt hier so? Jetzt nicht mehr, okay. So, da wir immer noch im Krieg sind, ist das alles nicht so stark. Unsere Luxus, ja, unsere Ressourcensituation hat sich halt entsprechend... Ja, entspannt würde ich jetzt nicht sagen, aber entsprechend der Fabriken, die wir haben, hat sich das verbessert. So, wir bauen hier natürlich noch immer noch weiter und hier haben wir jede Menge Sachen, die kaputt sind. Infrastruktur und Fabriken und alles. Das dauert auch seine Zeit, bis das alles repariert ist. Das wird aber auch automatisch repariert. Und im Moselland werden immer noch weiter Fabriken ordentlich gebaut. Die Produktion, gucken wir mal auf die Produktion. Ich weiß jetzt nicht,
Der zeigt mir mal viel an. Jetzt zeigt er mir wieder nur 5 an. Zur Verstärkung. Jetzt habe ich hier wieder Plus bei den ganzen Flugzeugen. Da habe ich 40 Flugzeuge, sogar Transportflugzeuge. Das wäre noch mal was. Wo sind denn die ganzen Flugzeuge jetzt hin? Na komm. Moment, warum machst du eigentlich noch hier auf Nordfrankreich? Nein. Du machst. Gar nichts momentan. Beziehungsweise abfangen. Abfangen, Luftüberlegenheit über dem Kanal. So. Du gehst auch auf den Kanal. Abfangen, Luftüberlegenheit. Häfen, Schiffe. Die 600 können hierhin verschoben werden. Die können dahin verschoben werden. Die werden dahin verschoben, sind noch nicht verschoben. Okay. So, wo sind jetzt meine Transportflieger? Wo habe ich die jetzt untergebracht, die Transportflieger? Küstenfliegergruppe. Hier müssen sie drin sein, oder? Nee. Da sind sie. Ich habe sie gar nicht habe sie gar nicht hingestellt, okay? Gut. Was könnte der jetzt noch? Luftnahe Unterstützung. Da ist ein Marinebomber. Warum ist der Marinebomber nicht hier drin? So. Ich noch was in der Reserve. Jäger? Nein. Luftnahe Unterstützung? Ja. Handelskonvois, okay, haben wir genug.18, was ist hier schon wieder? Meine Flugzeuge haben bei den Engländern, okay, ein bisschen Schaden angerichtet. Okay, gut. Sollen sie ruhig machen. Dann sind die Schiffe wenigstens ein bisschen beschäftigt. Warum sind wir mit dem freien Frankreich immer noch im Krieg? Wo ist denn das freie Frankreich eigentlich? Ach, hier unten. Ach, okay, gut. Deswegen. Na gut, kann sich das Italien, die Wüste hieß, mir sowas von egal. Ach, hier gibt es auch noch ein freies Frankreich. Gibt es da vielleicht irgendwelche Rohstoffe? Wüste, Unsinn. Wüste, 3 Gummireifen, 4 Gummireifen. Nee, nicht wirklich was hier. Eine Flotte freies Frankreich. Gegen Handelskonvoi. Okay. U-Boote. Naja, so.
Also die sind immer noch am Laufen. Da, da, da. Hier unten auch. Also ist wirklich sehr viel Rebellenbewegung hier unterwegs, ne? Gut. Dann nochmal. Und am 19. erkläre ich dann auch Schweden den Krieg. Ja, doch, Schweden. Wann genau? Bis 20. Okay, das heißt genau um 23 Uhr erklären wir den Krieg, damit wir es so lang wie es geht hinauszögern. Und die Flotte. Will ich aber schnell noch hier rüberbringen. Komm. Die will ich da drüben nicht den Schweden überlassen. Gut, jetzt können wir ihnen den Krieg erklären. Sonst läuft das noch ab. Schweden unterstützt Südafrika durch ein Leibpachtgeschäft, okay? So, Krieg erklären. So, wunderbar. Zeigt mir gleich, das ist die Grenze. Ungelesene Konvoi-Schlachten, Niederlage, Schlacht im Ärmelkanal. Ist ja klar, ne? Die sind auch immer noch unterwegs. Sind hier die jetzt in Bereitschaft? Jawohl, die sind in Bereitschaft. Sind die jetzt auch in Bereitschaft? Okay. Wie weit könnt ihr fliegen? Das sind taktische Bomber. Ihr könnt nach England fliegen dann. Brauchen wir aber jetzt noch nicht. Hier haben wir unsere... Ja, wo haben wir sie denn? Richthofengeschwader und hier haben wir die anderen, die Tausender. Die können wir alle darüber setzen hier. Da ist noch sonst wie viel Platz. Das ist viel zu weit weg. Hier, komm. Kann alles darüber. Da ist 2000 Platz. Was haben wir hier? Luft, na, Unterstützung. Okay, gut. Moment. Was war denn das da hinten gerade? Wer hatte denn da jetzt gerade nach hier hinten noch was? Die, ach so, mhm. Ne, komm. Hier. Schiffe versenken, Häfen versenken. Machen die auch, machen die auch. Und könnt ihr auch machen. Schiffe versenken und Häfen versenken. Jetzt noch irgendwas, was nicht auf den Ärmelkanal zeigt. So. Flugzeuge, die nicht auf den Ärmelkanal zeigen. Gut, ich denke, das passt. Kommen wir zur Luftlandeoperation. So. Da sind noch nicht alle drin.
Ihr müsst da noch ankommen, okay. Und sobald die ankommen, na, es stehen ja schon ein paar da. Es stehen ja schon 5 hier. Wo sind eigentlich denn die anderen 5? Ach, die sind noch sonst irgendwo verteilt. Gut, das sind schon mal die ersten 5. Gut. Ihr könnt hier im Prinzip eigentlich sagen, Fallschirm. Wo stehen wir denn jetzt? Hier. Startpunkt. Absprung für 5. Jetzt 4, 5, jetzt die anderen 5. 4, 5, 4, 5, 7. So. Genau, die unteren meint 5, 7 und 4. Okay, nochmal. 4, 5, 7, 9, 10. Ihr macht das gleiche. Startpunkt. Okay. Und Absprung Portsmouth. 40 Transporte. Mhm. Und dann kriegen wir hier das hin mit denen zusammen. So. Gleichzeitig. Ach, Mizi, komm. Geh doch mal wieder weg. Immer vor den Bildschirm setzen ist nicht richtig. So. Die anderen müssen sich leider noch sammeln. Gut, dann müssen die anderen sich leider noch sammeln. Schweden als Feind, rufen, Schweden ist den Alliierten beigetreten. Na gut, das war klar. Seegefecht, Flugzeuge gegen Schiff, okay. Noch 18 Tage, gut. Nur, dass ich Bescheid weiß. Wieder, oh, Widerstandsstärke, oh, Antwerpen. Mann, 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 warum ist die Widerstandsstärke so stark jetzt hier? Wo sind denn meine ganzen Truppen unterwegs hin? Warum wollt ihr denn dorthin? Ihr habt 36 Dinger und ihr kriegt es nicht hin, das richtig zu bewerkstelligen, oder was? Wo ist meine Flotte jetzt? Hier.
Flottenergebnisse. Ach, wir schießen das Schiff. Die Schiffe schießen wir trotzdem weiter ab. Okay. Da ist meine Flotte. Okay. Immer noch unterwegs. Die sind auch noch unterwegs. Der ist auch noch unterwegs. Gesamtverschleiß, Zustand lokaler Widerstand plus 25%. Damit kommen die natürlich auch nicht besonders gut an hier, ne? Und rebellierenden Frankreich ist halt nicht besonders gut zu agieren. So, jetzt haben wir auch schon wieder weniger Stahl. Wahrscheinlich, weil uns das Frankreich nervt oder Spanien. Ach, Spanien, hier. Gut, dann kriegst du halt nichts. Dann lassen wir das. Müssen wir in nächsten strategischen Regionen 70% Benelux, um Fallschirmjägeroperationen auszuführen, müssen wir in den nächsten strategischen Benelux, was? Fallschirmjägeroperationen? Müssen wir in den strategischen Regionen 70% Luftüberlegenheit besitzen. Benelux. Okay. Das heißt, okay, weil ich keine Flieger mehr dort stationiert habe. Oder doch stationiert habe, aber die Fighter sind Küstenfighter. 900 Jäger. Genau, dann machst du hier Luftüberlegenheit. Und du darfst gerne noch mal 20% mehr einsetzen. Damit kriegen wir hoffentlich die Luftüberlegenheit hier. Jawohl. Dann wenn ich jetzt auf den Knopf hier drücken, dann steht jetzt hier, ist zwar riskant, es fehlen auch noch Leute, aber er macht, würde es machen. Okay, gut. Seegefecht, gut. Meine Flugzeuge sorgen immer wieder dafür, dass deren Schiffe angekratzt werden. Hier die Flugzeuge machen auch was gut. Hier drüben. Was haben wir denn hier? Handelskonvois, okay. Italien verschifft hier Truppen wieder mal ganz komisch durch die Welt. So, die erreicht das Ziel in 3 Tagen. Okay. Erreicht das Ziel in 5 Stunden. Du bist auch fast da. Okay. Haben wir hier wieder ein Seegefecht? Oh ja, wird so langsam. So, Schweden ist zwar drin, Schweden greift aber nirgends an. Sieht's mit der Widerstandskarte aus?
Müsste ich eigentlich mal besetzte Gebiete verwalten? Wo haben wir es denn? Preis Frankreich. Keine Mannstärke, Besatzungskosten plus 4. Wachstum des Widerstands minus, Wachstum des Widerstands minus 20%. Sanft. Lokale Ressourcen. Belgien. Moderat. Kriege ich halt weniger Ressourcen. Nee, kriege ich mehr. Lokale Ressourcen minus 30%, Fabriken minus 60, Fabriken minus 40, Fabriken minus 20. Dafür steigen die Besatzungskosten hier. Ja, gut, komm. Zack, zack, zack. Kostet die Besatzung halt was. Machen wir weniger dafür. Kriegen wir hoffentlich hier mal diese... Das ist aber jetzt explodiert. Das war wohl nicht so gut. Nee. Wachstum des Widerstands minus 60%. Okay. So muss ich das machen. Sanft, damit der Widerstand weniger ist. Ich weiß nicht, ob das genau gut war, was ich jetzt gemacht habe. Ja, jetzt geht's wieder weg. So. Hier eine Ausrüstungsproduktion. Ach so, dafür habe ich jetzt Fabriken verloren. Okay. Natürlich blöd, damit kriege ich überhaupt keine Fabriken mehr. Gut, dann muss ich das nochmal wieder umstellen. Ja, dann lassen wir es wieder auf so. Bevor ich hier gar nichts mehr produzieren kann. Ah, wieder. Na gut, sind durchgekommen, aber hier geht's weiter. So, die werden schön angegriffen von meinen Fliegern und immer schön erwischt, sie nehmen Schaden. Das ist gut. So, jetzt machen wir das weg. So, hey, so. Sind jetzt mal langsam alle eingetroffen. Du bist immer noch nicht da. Da sind 24. Da sind 24. Okay, gut. So, Panzer, Panzer, Truppen. Wenn ich jetzt eine Angriffstruppe machen will. So, Seeinvasionsbefehl. Von hier nach da. 10 Divisionen. 60 Transporte. Und dann haben wir hier noch von hier nach da. Keine Divisionen, null Transporte, okay, weil er nur maximal 10 erlaubt. Da er nur 10 erlaubt, dann machen wir den Plan lieber weg. So,
schiffen die anders ein und machen lieber hier. Warum stehen die in? Ach, da ist auch ein Hafen. Gut. Und machen von hier aus lieber eine Seeinvasion mit Panzern nach Dover mit 8 Stück. So. Und hier dann reguläre Truppen. Von hier nach dort mit 2 Truppen. Okay. 10 Transporter, 20 Transporter. Und wenn die dann gesichert sind, dann ziehe ich die Truppen rüber. Ziehe ich die restlichen Truppen nach. Gut. So, wann kommst du jetzt an? In 19 Stunden. Also, am 26. August kann es hoffentlich dann losgehen. Noch 14 Tage, gut. Hier ist noch einer frei, okay. Ja, die Flieger werden hier, machen hier die Schiffe schon, beschädigen hier die Schiffe schon ganz gut. Wenn das dann im Prinzip losgeht, kann ich eigentlich sagen, dass ihr dann auch im Ärmelkanal mit den Schiffen hier patrouillieren sollt, ne? Das machen wir jetzt noch nicht. Sobald wir quasi hier bereit sind. So, du bist da noch am Laufen. Ah ja, schön. Konvoi. Okay. Okay. Hey, wir haben einen Zerstörer zerstört. Versenkt, jawohl. Und er ist da. So, und was haben wir jetzt hier? Ups. Die schwedische Flotte ist hier vorne. Ey, das darf doch nicht sein. Meine Güte, warum ist die denn da? Okay, so. Die schwedische Flotte ist da. So. Wenn die schwedische Flotte da ist. Nein. Immer wieder falsch. Ärmelkanal. So. Ihr sollt nur ablenken, damit meine Invasion glücken kann. So. Jetzt gucken wir mal. Kann der hier noch einen Typen drüber kriegen? Ja, hier kommt den Bock. Du kannst drüber. Du kannst da natürlich auch noch mit rein. So. Trotzdem hier ziemlich übel mit dem Frankreich da, ne? So, können wir jetzt diese Aktion starten irgendwie? Geschätzter Planwert 60%, okay. Also den können wir starten. Und sobald meine Schiffe ein... Ah ja, Gott. Er hat schon die ersten erwischt. Gut. Und kann im Prinzip schon... einen nach da schicken.
einen nach da schicken und drei vor Ort lassen. Die Panzertruppe. Nicht genügend Seeüberlegenheit. Wir haben 0% Seeüberlegenheit. Okay, dann... vergiss den Plan. Und, Schiff eigentlich ganz normal da ein. Was ist mit der Truppe hier? Flottenüberlegenheit benötigt. Okay, also das funktioniert nicht. Dann muss ich hier jetzt halt die... Moment, die gehen noch nicht. Aber die hier können auch dahin. Ups, das war mein Mikro. Sorry. Nummer 24, Nummer 24. Und die 24 kommen, sobald da drüben der zweite ausgeführt worden ist, der zweite Flug. Da ist er jetzt. Gut, dann heißt es jetzt... Du darfst dahin. Da sind überall komische Schiffe. Ja. Muss er um alle möglichen Schiffe herum navigieren quasi. So. Überall sind Schiffe. Und jetzt kann die Luft. Angriffspläne ohne zugewiesene Einheiten. Wer hat denn da einen Angriffsplan? Ach so. Die hier. Eine Einheit so. Und eine Einheit so. Genau. Was brauche ich jetzt noch? Meine Schiffe. Nee. Meine Flugzeuge. Die stehen jetzt alle hier. Der soll das da weitermachen. Abfangen. Luftüberlegenheit passt. Luftunterstützung. So. Nee, komm. Der Ärmelkanal muss mit Flugzeugen getränkt werden. So, komm. Da ist wieder was. Flugzeuge gegen Zerstörer. Die sind auf dem Wasser. Die sind auf dem Wasser. Alles ist auf dem Wasser. Angeschlagen. Angeschlagen. Gut. Meine Flotte kommt auch. Seegefecht im Ärmelkanal. Ja. Seegefecht. Wo? Hier? Ah, hier ist das Seegefecht. Zwischen wem? Böhm gegen keinen Kommandanten. Okay. Sehe ich aber jetzt nicht. Genaue Position unbekannt. 3, 47. Flieger noch dazu. Okay, gut. Okay. Muss ich mal ganz genau gucken. Okay, den hat er auch angeschlagen wieder ein bisschen. Meine Flotte gegen
Handelskonvois, die laufen hier auch noch durch. Ups, da wird ja schon einer angegriffen. Dann gehen wir hier. Verstärkung sammeln. Okay, hopp. Sägefecht noch im Gang oder was? Spannend. Gut. Die erholen sich gut. Organisieren sich. Die Landeoperationen kommen auch langsam in Fahrt. Und Panzer sind drüben. So ein bisschen Jugoslawien-Frage. Wir sind nun allein vorherrschend in Europa. Frankreich war lange das Fundament der Stabilität in Südosteuropa. Doch nun ist die gesamte Region quasi frei verfügbar. Wir können alle Nationen dort in unsere Interessensphäre ziehen und niemand kann uns daran hindern. Es ist an der Zeit, eine Entscheidung von den Jugoslawen zu fordern. Entweder stehen sie auf unserer Seite oder sie werden überrollt. Jugoslawien hält das Ereignis deutscher Druck. Der Tiger schert sich nicht um die Meinung von Mäusen. Okay. Zeitlauf bei Entscheidungen. Ach so, das ist das hier. Okay. Ja gut, Jugoslawien erhält das Ereignis deutscher Druck. Komm. Bin mal gespannt, was dann passiert. Die Italiener, die sind zumindest hier bereit. Die können dann eingreifen, hoffentlich. Noch ein Seegefecht. Hier ist das Gefecht unserer Flotte. Handelskonvoi, okay, wir haben zwar Handelskonvois versenkt bei denen. Mhm. So, die Panzer erholen sich. 23, da fehlt noch einer. Eigentlich da auf den Flughafen vordringen. So, die komischen Divisionspläne müssen da weg. Genau. Die bringen natürlich niemanden was. Gut, und hier müssen wir jetzt... Hier bringt natürlich schon was. So, 23. Ihr bekommt den Plan. Bis hier ganz oben vorzudringen.
den ihr auch umgehend ausführen dürft. Und ihr bekommt hier einen ähnlichen Plan. So. 24 Divisionen. Auch bis hier oben vorzudringen. So, und ausführen. Gut. Bei euch ist der Plan noch nicht ganz erfolgreich, weil da noch was fehlt. Da ist noch eine Flotte. Wo ist jetzt das Seegefecht hier? Da. Ich habe zwei Zerstörer verloren. Er hat... Oh ja, der hat schon ganz gut was verloren, ne? Im Prinzip sind die jetzt bis auf das eine Schiff da alle angekommen. Da bist, kannst du auch gleich nach Norwich vordringen. Ja, der eine ist hier von ach, der ist in einem Seegefecht hier wahrscheinlich, ne? Deswegen hängt der da fest. Schiffe, überall sind Schiffe. So, und jetzt können wir langsam anfangen, unsere Flugzeugunterstützung zu holen. Taktische Bomber? Nee, es passt. Hier können wir jetzt mal langsam eine Truppe, nämlich die hier. Genau, die Truppe können wir jetzt mal nach Südengland schicken. Dann kann die dort nämlich auch was machen. Abfangen muss sie da nichts. Und dann haben wir hier noch die Luftunterstützung. Junker. Hier, genau, die können wir auch auf Südengland schicken. So. Und hier noch. Ah ja. Gut, die Flotteninvasion Südengland. Ja. Londoner Umkreis, Sussex. Wo ist denn jetzt hier eine Flotteninvasion? Sussex. Ach so, er versucht hier was. Versucht die da zu lassen, ne? Gut. Ich glaube, dann muss ich die hier doch wieder nach unten packen. Und diese Fallschirmjäger, ihr haltet Portsmouth bitte. Na, Moment, das sind drei. Moment. Eins. Zwei.
2, ihr haltet den Punkt auch. Und ihr haltet den. Genau, nicht, dass die da irgendwo lostingeln, wo sie eigentlich nicht lostingeln sollen. So. Versuchst zu fliehen. Kriegen wir dich noch? Der Fall London. Jawohl, noch ein Sieg fürs Vaterland. Sehr schön. Mal hier gucken. Wie lange brauchen die denn noch? Hermann Göring-Werke. Noch ein paar Tage. Dann kann ich den Nationalgeist hier verbessern. Das ist wichtig. Dann kann ich nämlich hier noch bessere Bündnisse und so weiter schließen. So, September 39, die Eroberung Englands hat begonnen. Seegefecht ist immer noch ongoing hier mit jede Menge Flugzeugen und Schiffen. Und jetzt haben sie hier sogar Charles Forbes drin. Okay. Ach, hier ist noch was. Ach, hier ist der nächste. Flugzeuge, Schiffe und so weiter und so fort. Aber Hauptsache, das ist alles ongoing. Ganzen Ereignisse hier. Freie Militärfabriken, wo habe ich denn das schon wieder her? Zwei Stück. Packen wir die denn jetzt hin? Panzer, Artillerie. Da, da, Jäger nochmal 5, davon haben wir genug, da nochmal was kommt, Transportflugzeuge dann auf 5, so. Ich wollte doch aus Lagerbestand umwandeln, hat das schon wieder umgesetzt hier. ...21 pro Tag jetzt. Gut. Jede Menge Panzer. Jede Menge Artillerie. Eigentlich brauche ich überall massiv. So. Na, bei Transportflugzeugen nicht. Okay, und wir haben sogar keinen Stahl. Interessant. Kein das. Wir haben aber Stahl zu viel. Okay. Das heißt, ich brauche von den Vereinigten Staaten gar nicht so viel nehmen hier. 1, 2 weniger. Öl haben wir auch deutlich mehr jetzt. Okay. Brauche ich von den Vereinigten Staaten auch kein Öl mehr kaufen. Und von Mexiko dann. Naja, von Mexiko. Doch, von Russland dann auch einmal wen. Nein. Nur einen weniger. So. So, Aluminium fehlt dafür. Ungarn. Nee. Italien. Jetzt haben wir wieder. Alles drin. So. Dann macht unser Panzerzug hier. Die Truppe landet einfach nicht. Diese haben aber keine Befehle erhalten. Na komm, du sollst da mal rüber.
Birmingham leer ist, nehmen wir es gerade mal an. Also die. Hä, ist hier eigentlich irgendjemand auf dem Kontinent? Oh, da ist eine Einheit. Da ist eine Truppe. Wo ist eine Einheit? Ich habe eine Einheit gerade gesehen. Wo ist eine Einheit? Da ist eine Einheit. Okay. Da unten. Kommt nach vorne, hier regelt Cardiff. Damit habt ihr echt nicht gerechnet, dass hier. Ey, auf London ist ja niemand. Oh, ungelesene Flottenereignisse. Jetzt stellt sie die Frage. Jawohl, was haben wir denn? Wir haben versenkt. Wir haben bei ihm versenkt 18 Zerstörer, 2 schwere Kreuzer, 2 U-Boote und 14 Handelskonvois. Und selber habe ich verloren 7 Zerstörer. Also insgesamt mit meinen Flugzeugen und mit den 34 Schiffen, die ich hier habe, war das eine erfolgreiche Schlacht. Jawohl. Todesstoß, 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 Todesstoß. Okay, gut. Das war eine erfolgreiche Seeschlacht. Jetzt ist die Frage, was ist hier? Flugzeuge und Seeschlacht. Die ist noch nicht fertig, ne? Hier hatten wir einen Erfolg. Nein, das war nur Beschädigung. Okay, komm. Machen wir sie weg. Puh, Schwein gehabt. Einen Tag noch. Ungelesene Hafenereignisse. Ach so, okay. Ja gut. Ein Schiff hier angegriffen im Hafen. So. LKW. Hast hier die Rundreise und du gehst direkt dahin. Ja, ist ja gut. Boah. Da ist noch ein Seegefecht. Hier findet eine Flottenversion statt, aber jetzt sind die dafür da unten. Gut. Der Gegner hat Luftüberlegenheit. Okay. Dafür habe ich Luftüberlegenheit. Effizienzboost für Ärmelkanal aufheben. Nein. Mit dem Effizienzboost ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, ne? Ressourcen, was fehlt mir denn jetzt schon wieder an Ressourcen? Ständig fehlen mir tausende von Ressourcen hier, wieder mehr Öl und so weiter. So komme ich ja gar nicht schneller mehr hinterher. Bauvorhaben. Na gut, bei den vielen Fabriken. Freies Frankreich. Achso, Freies Frankreich ist auch immer noch da. So, freie Schiffswerften. So. Haben so viele Schiffswerften, aber wir haben hier überhaupt keinen. Warum macht er denn dann auch gar keine? Niemals. Weil ich überhaupt keine. Mangel an Ressourcen. Minus 100%. Also selbst komplett ohne Ressourcen funktioniert dieser ganze Kram nicht. Okay, aber ich kann hier mal ein weiteres Schiff einstellen und zwar Schlachtschiff, Scharnhorst, ne, muss ich erstmal bei der Forschung gucken, welches war denn überhaupt das richtige? Schiffe, da. Scharnhorst, genau. Bismarck ist noch 143 Tage weg, aber die Scharnhorst-Klasse ist genau das richtige. Dann wird die jetzt gebaut. Und setzen wir einfach mal die Fabriken drauf. So, dauert zwar irgendwie ewig lang jetzt, bis da was gebaut wird. Ich glaube, ich kann die sogar
höher setzen. Damit, wenn er was kriegt, da gebaut wird. Ja, aber warum hat er jetzt hier von allen Sachen so wenig? Immer zu wenig für die ganzen Sachen. Keine Ahnung. Oh, hier ist ja auch noch ein Kampf gewesen. Oder ist noch ein Kampf? Italienischer Handelskonvoi. Upsala, was ist das denn hier? Widerstandsstärke 50%. Ah, deswegen gehen die Rohstoffe weg. Ah, die schaffen das nicht mit den Einheiten hier, ne? Komm, dann muss ich es jetzt deployen hier. Sofort einsetzen. Nicht genügend Mannstärke. Dann gibt's die jetzt nicht. So. Dann. Der Model, das ist doch sowieso einer, der mehrere kann, oder? Genau, du darfst doch bis zu 72 Truppen befehligen. So. Dann kommen da noch mal ein paar Truppen hier dazu. So, besetzte Gebiete verwalten. Freies Frankreich. Ich glaube, ich muss hier echt mal jemanden reinbringen hier, dann nicht mehr die Zivilfabriken, Raffinerien. Ich muss wohl echt mal jemanden reinbringen, der jetzt hier mir dann hilft. Effizienz, ausländische Auswirkungen, Partisanen auf uns, minus 15%, Nicht-Kern-Mannstärke, plus 2%. Damit die einfach mal drauf sind. Der Himmler bringt da was, oder? Rekrutieren von ausländischen SS-Divisionen möglich. Okay. Effizienz von ausländisch subversiven Aktivitäten. Minus 30%. Auswirkungen von Partisanen auf uns 25%. Ja, okay. Aber jetzt hier das Forschungsteam. So. Zack. So, 30 Tage. Was forsche ich denn jetzt? 39. 108 Tage für das. Fünf Tage für mehr Ressourcengewinnung. Ich glaube, Ressourcen ist wirklich ein großes Problem gerade, ne? Die anderen Sachen sind, glaube ich, weniger das Problem. Die braucht noch 82 Tage. Panzer brauche ich jetzt nicht. Aber ich glaube, Ressourcen wird doch ein wichtiges Problem. Komm, 5 Tage für 10% mehr Ressourcen, komm. Und 70 Tage für das. Und das hier. 80 Tage. Für mehr Öl. Öl ist echt knapp bei mir, ne?
Gut, du hast dann noch 9 Tage Zeit. Flottenereignisse wieder. Was ist denn meine Flotte eigentlich? Ich wollte meine Flotte eigentlich. Wo ist denn meine Flotte? Was ist denn das für ein Symbol gerade gewesen? Flotte suchen und vernichten. So. Die Truppe ist ja eigentlich gerade fertig. So, das heißt, kann jetzt eigentlich mal die Flotte wieder zurückbringen in den Hafen. Okay, soll er da halt zurückziehen sich. So. Damit die Flotte besser wird. So. Ah, hier, okay. So, das war Leeds. Über den Flieger bis nach Newcastle. Ebene, Gebirge, über den Wald bis nach Edinburgh. Und ihr geht alle mal nach Plymouth. Dann ist die Insel eigentlich schon fast fertig, ne? Mann, Frankreich, das nervt mich hier mit eurem. Ja, was ist denn mit diesen Truppen hier? Warum gehen die nicht? Der geht. Warum gehen die nicht irgendwo hin, wo sie gebraucht werden? Spiel da. Und die restlichen 8 gehen zum Beispiel mal nach Paris und dann könnt ihr euch immer noch verteilen von dort. Gelesene Flottenereignisse, okay. Oh, ich habe eine Einheit verloren. Ja, ich habe eine Einheit bei der Landung verloren. Jawohl. Die haben die Schiffe, die Flugzeuge. Ja, hier Handelskonvoi. Da haben die Flugzeuge mich angegriffen. Da auch. Ja, auch. Der Rest ist auf dem Rückzug. Okay, von 41 habe ich noch 34 Schiffe. Ja, gut. Okay, aber es ist schon wieder über eine Stunde rum. Ich mache wieder eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal, sagt der Captain.